Hi und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In letzter Zeit werde ich immer häufiger auf Instagram und Facebook gefragt, wie man möglichst günstig in unser tolles Hobby einsteigen kann. Das teuerste an meinem Kopf da sind ja meistens die Motoren. Vor allem wenn man hier auf Premium-Motoren setzt, ist man schnell deutlich über 100 Euro. Möchte man dann noch einen fünften Motor als Ersatz haben, falls meiner kaputt geht, knackt man die 100 Euro Marke deutlich. Ich persönlich fliege ja leidenschaftlich gerne die LD Power Motoren. Diese sind allerdings momentan nicht in allen KV-Varianten erhältlich und mit 25 Euro auch als Premium-Motor einzuordnen. Also habe ich mich mal umgeschaut und versucht, einen wirklich günstigen, qualitativ hochwertigen Motor zu finden, der auch meinen Ansprüchen entsprechen würde. Bei meiner Suche bin ich bei den E-Max Eco 2 gelandet. Ich habe hier die 2306er Variante mit 1900 kV, also genau den KV-Bereich, den ich für meinen Freestyle-Flugstil bevorzuge. Hierbei muss ich erwähnen, dass ich damals, als sie auf den Markt kam, schon mal die Eco 1 Serie getestet habe und von dieser sehr enttäuscht war. Weder die Haltbarkeit noch die Leistung der ersten Serie konnten mich damals wirklich überzeugen. Nach den von E-Max angegebenen Änderungen könnten diese Motoren aber tatsächlich auch für fortgeschrittenere Piloten interessant sein, die eben einen Motor in einem günstigen Preisbereich suchen. Ich werde das Video in zwei Teile splitten. Der erste Teil, also dieses Video hier, bezieht sich nur auf die technischen Daten und meinen ersten Eindruck des Motors. Der zweite Teil wird dann der Test auf dem Feld sein, wo ich den Motor wirklich auf den Zahn fühle. Bevor wir uns den Motor jetzt aber im Detail anschauen, würde ich euch bitten, den Kanal zu abonnieren, falls ihr in Zukunft nichts mehr von mir verpassen wollt. Aktiviert gerne auch die Glocke und lasst einen Daumen nach oben da. Aber jetzt schauen wir uns den E-Max Eco 2 mal im Detail an. Als erstes kommen wir zum Lieferumfang. Neben dem Motor kommt natürlich eine M5 Propellermutter mit in der Packung, außerdem sind drei verschiedene Sätze Schrauben mit unterschiedlicher Länge dabei. Die Schrauben sind für 3mm, 4mm und 5mm dicke Arme ausgelegt. Von jedem Satz sind jeweils 5 Schrauben pro Motor enthalten, man hat also noch eine auf Ersatz, falls man mal eine verliert. Leider handelt es sich hierbei um Linsenkopfschrauben, welche ich persönlich als ungeeignet für die Befestigung von Motoren ansehe. Ich setze hier lieber auf Zylinderkopfschrauben, da diese bei Bodenberührungen etc. nicht so schnell abnutzen. Außerdem ist noch eine zusätzliche Unterlegscheibe und Schraube mit enthalten, welche dafür gedacht ist, die Glocke am Starter zu befestigen. Aber schauen wir uns doch mal das Design und die technischen Daten des Motors an. E-Max hat bei der Eco 2 Serie den Motor komplett neu designt. Farblich sticht einem sofort das glänzende Finish ins Auge. Die Farbe würde ich als Smoke Chrome bezeichnen. Aber auch beim Bell Design hat sich einiges getan. Das Design ist jetzt runder, was eine bessere Haltbarkeit ermöglichen soll. Auch bei den Speichern der Oberseite der Bell hat sich einiges verändert. Waren hier beim Vorgängermodell noch 6 einzelne Speichen verbaut, sind es bei der Version 2 nur noch 5 Speichen, dafür aber doppelte. Auch dies sollte für eine bessere Haltbarkeit in Crash-Situationen sorgen. Eine weitere Veränderung und damit auch Verbesserung sind die neuen Magnete. Wurde bei der V1 noch auf die N48 Magnete gesetzt, werden bei der zweiten Serie jetzt N52 Magnete verbaut. Die Curved N52 Magnete ermöglichen ein genaueres Gasgefühl und erhöhen außerdem das Drehmoment und den Topspeed, was ja noch eines der Probleme der V1 in meinen Augen war. Entfernen wir die Glocke, sehen wir die Wicklung. Diese sieht in meinen Augen sehr gut aus und ist sehr ordentlich verarbeitet. Der Starter hat eine Größe von 2306, also ist 23mm breit und 6mm hoch. Gerade im Freestyle-Bereich ist der 2306er Motor ja mit Abstand der beliebteste. Mit 30,2 Gramm ohne Kabel ist der Motor vom Gewicht her im oberen Mittelbereich anzusiedeln. Mit Kabel sind wir bei runden 34 Gramm. Es gibt 2306er Motoren, die deutlich leichter sind, aber auch solche, die nochmal eine ganze Ecke schwerer sind. Auch die Kabelführung kann sich sehen lassen und die Welle des Motors hat einen Durchmesser von 4mm und ist aus Stahl. Titan wäre hier natürlich leichter, aber wir müssen im Kopf behalten, in welchem Preissegment wir uns mit diesem Motor bewegen und in Sachen Haltbarkeit steht Stahl-Titan in nichts nach. Schauen wir uns die Glocke nun im Detail an, fällt auf, dass diese auf einem Gummiring gelagert ist. Das ist in diesem Preissegment schon sehr erstaunlich, sorgt aber dafür, dass die Motoren auch nach Crashs weniger Vibrationen auf den Rahmen übertragen. Die N52 Magneten sind gut verarbeitet und sauber verklebt. Bei dem Motor handelt es sich um einen 12N14P Motor, das bedeutet, der Motor hat 12 Nuten und 14 Magnete. Die E-Max Eco 2 sind mit 9x4x4 Kugellagern ausgestattet. In diesem Preissegment ist nicht davon auszugehen, dass es sich um die hochwertigsten Lager handelt. Diese halten aber trotzdem deutlich länger durch, als es früher die verbauten 8x3x3 Lager getan haben. Sollten die Lager trotzdem mal hinüber sein, ist der Wechsel der Lager sehr, sehr einfach. Beim Lochmaß hat E-Max sich bei diesen Motoren für ein 16x16 Mounting entschieden. Achtet also bei der Wahl eures Rahmens darauf, dass dieser nicht nur für Motoren mit 19x19 Mounting ausgelegt ist.
Die verbauten AWG-20-Kabel haben eine Länge von 12 cm, sind somit also auch lang genug, um auf 6 Zoll Arme zu passen und trotzdem noch von einem 4-in-1 ESC betrieben zu werden. Nachdem wir jetzt sehr detailliert auf das Design und die Neuerungen eingegangen sind, schauen wir uns mal die Leistungsdaten des E-Max Eco 2 an. Wie schon erwähnt, habe ich die 1900 kV Variante des Motors, also die stärkste auf 6S ausgelegte Variante. Schauen wir auf das von E-Max ausgegebene Datenblatt, kommen wir bei 6S auf eine maximale Leistung von 1160 Watt. Diese Leistung erreichen wir bei einem Spitzenstrom von 46 Ampere, was wirklich sehr, sehr ordentlich ist. Mit den richtigen High-Pitch-Propellern können wir hier also einen Schub von fast 2 kg pro Motor erzeugen. Ich werde die Motoren jetzt mal auf meinem Copter installieren und werde dafür mein Standard-Setup nutzen, also den FATEC 45 Ampere ESC in Kombination mit dem FATEC KISS FC. Ich werde dann wirklich mal 15-20 Akkus hintereinander durch die Motoren jagen, um zu sehen, wie diese performen und auch wie sie sich in Crash-Situationen verhalten. Am Ende meines Tests, wenn ich also ungefähr 100 Akkus mit den Motoren geflogen bin, werde ich mit euch nochmal im Detail auf den Motor drauf schauen und auch schauen, wie gut die Lager bis dahin noch sind. Nach den ganzen Tests werdet ihr dann eine faire und offene Meinung von mir zu den Motoren bekommen und ich werde euch sagen, ob ich sie euch für Freestyle empfehlen kann oder ob ich euch eher zu anderen Motoren raten würde. Doch mehr dazu dann im zweiten Teil dieses Videos. Ich persönlich bin sehr gespannt und kann es kaum erwarten, die E-Max Eco 2 zu testen. Damit würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.